Karl hier spricht ein einziges Wort. Nein! Nein, nein, ich will nicht über die Tuba! Soll ich euch den Namen der Hexe nennen? Ich verbiete euch, Namen zu nennen. Du liebst doch meine Zärtlichkeiten. Und niemals ist eine andere so gewesen. Eine Hexe-Mama! Es ist eine Hexe-Mama! Lass uns schnell weglaufen, Mama! Es ist ein Abgesandter des Teufels! Sie hat Fieber. Rühr sie nicht an! Komm, ich sag dir, du sollst sie nicht anrühren! Ich bin doch eure Frau, John. Ich will euch helfen, so gut ich es vermag. Ihr seid meine Verbündete. Meine Schwester. Manchmal meine Mutter, aber seit 7 Monaten nicht mehr meine Frau. Abigail! Gott sieht uns. Er wird uns zur Hölle schicken, wenn wir einen Unschuldigen verurteilen. Geh weg, Hure! Das wird dir leid tun, das schwöre ich dir. Du wirst blutige Tränen weinen. Nehmt euch in Acht, John. Diese Frau will mich töten. Wartet, ich will euch erklären! Als ich euch bei Abigail überraschte, da hattet ihr Augen, die ich auch unter dem Galgen nicht vergessen werde. Ihr sollt mich auch so ansehen. John, wenigstens einmal im Leben. Fürchte nichts, ich führe dich nicht mehr in Versuchung. Du wirst mich nicht mehr berühren, bevor ich nicht Frau Proctor bin. Du wirst niemals Frau Proctor werden, Abigail. Ja, ja. Das musst du mir ja sagen. Ihr seid ein Ehebrecher? Ja. Herrick, Willard, verhaftet ihn! Verteidige dich schon! Sie wollen dich umbringen! Hast du Gott um Verzeihung gebeten, dass du mich geheiratet hast? Ich? Nur ein Stolz ist mir geblieben, dass ich deine Frau bin. Oh Gott! Begnadigt sie euer Hirn! Sie sind unschuldig. Referent Paris, ihr solltet doch wissen, ein Richter ist nicht unfehlbar. Aber es steht im Gesetz geschrieben, dass ein Urteil vollstreckt werden muss. Wenn ihr unschuldig seid, verzeiht mir.